Hallo und herzlich willkommen zurück zur weiteren Folge von Spider-Man. Ich habe, wie versprochen, zwischenzeitlich jetzt alle Verbrechen in der Stadt gemacht. Also habe ich jetzt jeden Distrikt auf 100%. Können wir auch durchgehen, damit ihr es seht. In Harlem 100%, Upper West Side 100, Central Park 100, Upper East Side 100, Midtown 100, Hell's Kitchen 100%, Direktabschluss 100%. Was sage ich da? Greenwich 100, Chinatown 100 und Finanzviertel 100. Damit habe ich die ganzen Aufgaben in New York gemacht. Ich war auch mittlerweile unterwegs und habe mir jeden Anzug gemacht während der Zeit, als wir unterwegs waren, also während ich die ganzen Verbrechen gesammelt habe, habe ich die ganzen Anzüge gemacht. Ich habe die Geräte endlich auf 100% gemacht. Ich habe, weil ich Level schon 50 erreicht habe, meinen letzten Skill hier geholt. Und jetzt fehlt uns halt echt nichts mehr. Und ich habe vielleicht eine Theorie, warum das jetzt nicht mehr funktioniert mit den DLCs. Ist, weil ich wahrscheinlich einfach schon zu weit in der Story vorangekommen bin, dass ich die jetzt nicht mehr spielen kann. Aber vielleicht, wenn ich die Story fertig habe, schalte ich die wieder frei. Müssen wir dann sehen. Auf jeden Fall, dass ich euch das zeigen kann. Ich habe auch alles gemacht. Wie ihr seht, hier Trophäen. Fehlen noch ein paar, aber da sind ein paar Storybedingte und die DLCs auch noch. Sonst habe ich jede Trophäe geholt. Eine Trophäe war zum Beispiel noch, dass ich auf das Avenger-Gebäude oben drauf muss. Dass ich Onkel Bens Grab besuchen muss, was hier hinten war. Dass ich diese vier Tricks machen muss. Das habe ich endlich geschafft. Dass ich 10 Gegner mit den Stolperminen aneinander ballern kann, verbinden und 10 Leute begrüßen. Das habe ich alles gemacht jetzt während der Zeit und jetzt würde ich sagen, haben wir nichts mehr zu tun, außer Hauptstory, meine Freunde. Wir haben jede Trophäe und jetzt können wir uns voll und ganz auf die Hauptstory konzentrieren, nicht kontrollieren. Und das machen wir jetzt auch. So, mal gucken, was uns jetzt erwartet. Ey, lasst mich in Ruhe. Jetzt kommt wieder. Alter Jameson, dich will ich mal gefangen genommen sehen und dann, wenn Spider-Man mal nicht kommt, was dann mit dir los ist, hm? Aber jetzt konzentrieren wir uns auf die Hauptstory. Und wir haben nichts anderes zu tun. Mal schauen, was hier abgeht jetzt. Okay, Captain, hab den Überblick. Los. Rhino greift die Upper West Side an. Electro die Upper East Side. Du musst das Ruder herumreißen. Such's dir aus, du wirst überall gebraucht. Nehmen wir das, was näher dran ist. Dann besiegen wir jetzt Rhino und Electro, würde ich sagen. Ey. Komm schon. Und falls euch wundert, wie ich die. Das Veteranenzentrum in Harlem. Was ist los? Männer aus Rikers fordern Essen und Vorräte. Das Personal hat sich verbarrikadiert und braucht Hilfe. Miles und ich wollen versuchen, sie zu evakuieren. Unternehmt nichts, bis ich da bin, May. Wir sehen uns in Harlem. May klingt erschöpft. Hoffentlich ist sie nicht krank. Ich muss Yuri helfen und dann nach Harlem. So, was ich gerade sagen wollte, die Trophäe mit den vier Tricks hintereinander. Ist eigentlich relativ einfach, wenn man vom Gebäude von den Avengers runterspringt. Das werden wir sehen. Ja, Electro ist hier, ich sehe schon. Bro, ich sehe es ja.
ist nicht gut. Trafos laden das Gebäude auf. Die Polizisten sitzen darin fest. Yuri, kompliziert war noch untertrieben. Ich muss die Trafos deaktivieren, damit deine Leute raus können. Selbst wenn du das schaffst, brauchen sie deine Hilfe bei den Dämonen. Ja. Bin ich hier, um deine sämtlichen Strom- und Dämonenprobleme zu lösen. So, wie kriege ich die jetzt kaputt? Ach so. Zwei fertig, noch drei. Mann, Elektros komplizierte Superschurken-Eskapaden habe ich echt nicht vermisst, als er im Rap war. Die Polizei mit Energietransformatoren nachzulegen. Er macht sowas. Ja, anscheinend Elektro, würde ich sagen. So. Komm schon. Bro, what the fuck? Oh, ich hab noch den Anzug. Scheiße, ich hab die falsche Anzugskraft drin. Ich hab vom letzten Anzug, den ich hergestellt habe, mit dem Skelettkorb, noch die Anzugskraft drin. Das muss ich jetzt ändern. Ach komm. Bevor jetzt wieder was kommt, Anzugskraft. Ich will nämlich den Iron Spider holen wir uns vielleicht jemand anders, aber wir holen uns den hier wieder. Kompliziert war noch untertrieben. Ich muss die Trafos deaktivieren, damit deine Leute raus können. Bro, willst du mich sagen, ich bin zu weit weg? Brauchen sie deine Hilfe bei den Dämonen? Darum bin ich hier, um deine sämtlichen Strom- und Dämonenprobleme zu lösen. Noch vier dieser Burschen. Ja, Bro. Alter, jetzt kriege ich die unteren hoffentlich hin. Gut, hier. Und wo ist auch der Typi? So, du bist dran. Zwei fertig, noch drei. Mann, Elektros komplizierte Superschurken-Eskapaden habe ich echt nicht vermisst, als er im Raft war. Die Polizei mit Energietransformatoren nachzulegen. Er macht sowas. Ja, wie schon vorhin gesagt, Elektro anscheinend. Bro, dass ich hier neben noch ran drehen kann, Alter. So, jetzt gehst du einfach liegen. Den nehme ich die Waffe weg. Und danach noch zwei, aber wo? Noch zwei. Da einer. Ich sehe da drüben einen. Ich sehe den anderen auch. Ach, die fliegen mit einem rum. Da kümmern wir uns um den einzigen, der noch fest da ist, und dann um den Hubschrauber, würde ich sagen. Ja, ich habe die echt so schocken können. Ganz gut. So, down mit dir. Ja, wo ist der Hubschrauber? Der die Polizei festsetzt, hängt an dem Helikopter. Wow. Ich wette, das ist das allererste Mal, dass jemand diese Wörter in dieser Reihenfolge sagt. So. Elektrizität vom Haus weg. Sie sind frei, aber die Dämonen geben nicht auf. Ich muss helfen. Wo sind sie da hinten? Gut. Hier. Gut, hier. 1, 2, 3. Bleib am Boden placken. Du nach unten, am Boden mit dir. Ihr seid down. Du kriegst auch.
Gut, du musst down gehen. Also jetzt kriegen wir es einen Haufen Dämonen zu tun. Yuri, deine Männer sind sicher. Was jetzt? Kommt zur Upper West Side. Wir schützen die Zivilisten, aber Rhino macht es uns nicht einfach. Das tut er nie. Bin schon unterwegs. Das heißt, es ist doch kein Kampf gegen Electro. Sprachnachricht von Miles. Pete, hey Pete. May wollte, dass ich dich anrufe. Beim Veteranenzentrum läuft sich gut, Mann. Sträflinge wollen die Türen aufbrechen. Mary Jane ist hier. Wir bringen die Leute durch den Keller raus, aber wir brauchen Hilfe. Ich hoffe, du bist bald da. Ich muss mich mit den Revieren beeilen und dann nach Harlem. Ja, das scheint extrem schwierig da gerade zu laufen. Aber das wird doch dir noch auffallen, wenn ich jetzt auftauche als Spidey. So, da drüben ist Rhino. Ich das Gefühl habe. Rhino ist unterwegs, aber ehemalige Rikers-Insassen wollen sich deine Barrikaden vornehmen. Ich bin zur Unterstützung da. Sehr gut. Ohne die Barrikaden sind die Leute da drin erledigt. Ja, was wollte ich gerade sagen? Ich habe das Gefühl, damit wir jetzt nicht gegen Elektro gekämpft haben, dass Otto die irgendwie noch nur als Ablenkung benutzt hier. Der hat doch irgendwas vor. Weil wir kämpfen nicht, wenn wir jetzt hier auch nicht gegen Rhino kämpfen, sondern nur gegen die Verbrecher hier, dann hat er extrem irgendwas. Ist bestimmt was los. Ich habe noch nie erlebt, dass Rhino einem Kampf ausweicht. Er muss ja auf Befehl von Dr. Octavius handeln. Genau. Mit diesen überfallartigen Angriffen auf die Notfallteams der Stadt. Bleib unten Flacken, danke. Du bist noch der Einzige. Na, es sind noch zwei übrig. So, du und du bist in die Wand. Ja genau, die Einzige ist noch da drüben. Aber dann wird's... Keine Ahnung, wann kämpfen wir gegen Rhino und so? Gegen die Leute dann? Und... Und fest. Gut. Oh, wie viele sind denn das? Aufs Dach? Ja, ich sehe schon. Das lasse ich nicht zu. Bin dabei. Okay, warte. Ja, genau. Dich noch. Die schießen echt mit Raketenwerfern, Bro. Warum? Woher haben die Kacke? Wenn es alles in Rikers war, warum haben sie es nicht besser versteckt? Jetpacks gegeben. Leute, wir sind im gleichen Team. Greift mich wenigstens erst an, wenn die Sträflinge erledigt sind. Pazifiziert? Fühlt sich gerade noch jemand zu 1984? Oh, nur ich? Kommt schon, irgendwer? Spider-Man, schnell. Wir müssen das Gebäude sprengen. Sprengen? Bro, davon war bis jetzt keine Rede. Es war nur euch fertig machen. Und warum greift uns jetzt Sable an? Aber ich habe ja gegen die ganzen Lager schon gekämpft, also kann ich euch fertig machen. Zum Beispiel in der Luft einfach verprügeln, bis ihr down geht. Oder einfach das Gebäude hoch und... Und du klebst an der Wand, gut zu wissen. Bro, warum kommen die ganzen Leute jetzt? Weißt du noch, wie du mich eingebrochen hast? Nee, weiß ich nicht, weil
War das überhaupt in diesem Game oder war das davor? Ah, weiß ich nicht. Ist mir scheißegal. Runter mit euch! Irgendwo unten liegt noch einer. Hä? Wie hat denn der das überlebt da unten? Oder ist das Rhino? Weiter geht's mit Sables fliegenden Affen. Hey, kommst du runter? Muss ich echt nach oben klettern jetzt? Bro! Ich würde gerne wissen, wie ich wieder nach oben komme jetzt, danke. Gebäude hoch! Kommst du hoch? Und jetzt ist er fertig. Yuri, Revier gesichert. Und ich weiß jetzt, was es bedeutet, wenn man Sables Hauptziel ist. Kein Spaß. Tja, das hast du davon, dich mit Sable-Söldnern anzulegen. Vermutlich. Okay, ich bin jetzt erstmal raus. Meld dich, wenn irgendwas ist. Mache ich. Und danke. Du hast uns eine Chance verschafft. Okay. Ich muss schnell zum Partnercenter in Harlem und May helfen. So, da drüben. Peter, Gott sei Dank, wir brauchen dich beim Veteranenzentrum. Wo bist du? Ich wurde aufgehalten. Bist du okay? Was ist los? Die Sträflinge haben Feuer gelegt. Das Personal ist draußen, aber May und Miles sitzen drin fest. Ich versuche irgendwie reinzukommen, aber das Feuer breitet sich aus. Bleib wo du bist, MJ. Ich erledige das. Verdammt. Tempo, Pete, Tempo! Okay, Feuer gelegt. Ach, Veteranenzentrum hier. Bro, springst du rüber? Peter, Feuerwehr und Rettungsdienst sind unterwegs. Hier ist ein Notausgang der... MJ, lass es! Sonst muss ich dich auch noch retten. Peter, sei vernünftig und warte auf Hilfe. May! May! Wir sind hier drüben! Tante May, ich hab sie. Haltet durch! Tante May, geht's Ihnen gut? Geht an ein Fenster! So weit weg! Moment! Dann macht euch bereit! Komm schon, du blödes Ding! Na los, May, ich hab dich! Oh mein Gott! Los! Los! Miles, komm schon! Ist May okay? Alle in Sicherheit. MJ, wenn du unmeins nicht gewesen wärst, wäre ich... So tot wie ich, wenn du mich nicht tausende Male gerettet hättest. Ich schulde dir noch ein paar Mal. Oh, sehr schlau. Hey. Tut mir leid, dass ich's vermasselt habe. Es ist... nur schwierig, immer die Person zu sein, die gerettet werden muss. Ich will auch mal jemanden retten. Ich meinte nicht, dass du das nicht kannst. Noch Partner?
Immer. Hey, ich wusste nicht, ob still, mit Kohlensäure, Medium, spritzig oder sonst was. Also hab ich eine von jeder. Stör ich? Nein, MJ. Miss Watson und ich besprechen die Strategie. Strategie? Ganz recht. Die Stadt ist in Gefahr. Sie braucht Hilfe. Unser aller Hilfe. Okay, gut, dann sag an, Coach. Okay. Teile und herrsche. Miss Watson, wir brauchen ein Antiserum gegen den Teufelsatem. Oscorp entwickelt etwas, aber das wird garantiert Octavius und Lee in die Hände fallen. Wir müssen das Heilmittel finden und sichern. Ich gehe ein paar Hinweisen nach. Miles, du musst im Feast Augen und Ohren offen halten. Wenn was ist, ruf mich an. Wir müssen das Center und die Leute dort schützen. Okay, alles klar. Und was wirst du machen? Eine Bande von kostümierten Irren nimmt die Stadt auseinander. Und ich arrangiere mich. Okay. Hey, halt! Wie rufe ich dich an? Ich meine, hast du denn ein Handy in deiner Tasche oder sowas? Miss Watson gibt dir meine Nummer. Viel Glück, Team. Du hast deine Nummer, bist du Spider-Mans Freundin? Es wäre so cool, wenn... Na los, Sherlock. Jetzt zeig mir doch mal deine Wassersammlung. Die Stadt fühlt sich etwas sicherer an. Miles ist bei Feast, MJ sucht ein Heilmittel für den Teufelsatem. Jetzt sollte ich Otto suchen und vereiteln, was auch immer er geplant hat. Yuri, wir müssen jetzt die Drahtzieher finden. Noch keine Spur zu Octavius? Nein, nichts. Die Forensik kann sich nicht mal den Times Square ansehen. Alle außer den Praktikanten sind krank. Vielleicht finde ich ja was. Ich halte dich auf dem Laufenden. So, aber das schauen wir erst in der nächsten Folge an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Euer Gladius.